Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft World League Galaxy Resurrection. So, bevor ich hier diese Folge anfange, erstmal ein riesen, gigantisch, super großes Dankeschön an den Bakerman LP und an den Streetigger 2. Warum das Ganze? Naja, wenn ich jetzt das Disconnect klicken würde, naja, wären wir vom Server runter. Ja, wir haben das Ganze jetzt auf den Server gezogen und es war problematisch. Also ich saß heute, ich glaube, ich saß gestern und heute mit einigen Stunden dran. Oh, scheiße. Ja, schauen wir genau drauf. Ja, wir wollen... Ja, ich bin jetzt gerade komplett raus. Entschuldigung. Ich saß jetzt gestern und heute circa insgesamt zusammen 6 Stunden dran, hab hochgeladen, hab die Map hochgeladen, hab die Maps hochgeladen. Und es ist geschafft. Das Projekt kann weitergehen. So, hier habe ich... Wo habe ich es hier? Ich habe jetzt hier noch Enderman-Essenzen hinzugefügt für Enderperlen. Hier die Lapis. Enderman dürfte... Nein, dann dürfte hier sein. Jawohl, da haben wir... Okay, ich habe die vor circa einer Viertelstunde reingetan. Und wir haben jetzt schon 11.000 GG. Lapis haben wir hier. 9.000, ja. Yellowhead kommt schon was gut rüber. Und ich würde sagen, das Yellowhead, das verwenden wir dann auch mal. Hier habe ich so ein paar Speed-Upgrades reingetan und ich merke schon, das gibt nicht so wirklich ein. Weil wir bräuchten mehr Power und mehr Power kriegen wir durch mehr Generatoren. Und Generatoren, also hier die Solargeneratoren will ich eigentlich nicht mehr so wirklich bauen. Deswegen machen wir es jetzt einfach. Wir bauen uns hier einen wundervollen Big Reactor hin. Ja, ich habe hier schon mal einen wundervollen Boden verlegt und so weiter. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt mal hier so reinhämmern. Dup, dup. So, ja. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, schön mittig. Müssen wir nur noch hier was wegräumen. Aber was ich auf jeden Fall heute auch noch machen werde. Ihr merkt schon, wenn ich hier hingehe, die FPS schwinden geradezu. Die verschwinden. Also das Ganze hier sorgt ganz schön viele Ressourcen, weswegen ich sagen würde, wir machen uns das, worüber ich noch bei TPP, bei Trivialose Big Pack noch drüber gedacht habe, wir bauen uns heute noch ein Portal to the Last Millennium. Warum bauen wir jetzt ein Portal to the Last Millennium? Ganz einfach gesagt, weil wir es können, weil wir da eh nie wirklich reingehen können, da können wir das einfach reinstellen. Und wir haben hier, wenn ich mal darüber schaue, mal mehr als 24, 22, 25, 11. Also, ihr merkt schon, das saugt schon noch ziemlich viel. So, fangen wir doch erstmal damit an. Was brauchen wir für ein Portal to the Last Millennium? Da brauchen wir eine Uhr, da brauchen wir Burnt Quartz, das kann ein Thema sein, und Carved Eminent Stone, das ist eine Enderperle, Clean Stone und ein bisschen Farbe. So, wir müssten Farben, haben wir was? Da haben wir doch... Was war das, was wir so... Nee, Farben brauchen wir Magenta und Purple. Magenta... Na? Magenta kriegen wir aus Blau, Rot und Weiß. Okay. Was kriegen wir hier aus? Blue. Und hier kriegen wir Pink aus. Ich hab fast gedacht. Okay. Packe ich mal kurz hier rein. Genauso wie das hier. Die können wir mal hier wieder reinrotzen. Energy Seeds können wir auch hier auch. Komm, ich mache mal trotzdem ein bisschen was leer. Komm, jetzt können wir eigentlich auch wieder reinknüppeln. So. Ja, wie komme ich jetzt an Farbe? Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Wir brauchen... Wie machen wir mal anders? Red Dye. Ah ne, das heißt ja im Deutschen Rose Red. Ne, Chemical Stone und... Weiß, Poppy. Was ist das?
Ja, Block of Die. Da bleibt dann zwar nicht anders übrig. Kann man noch so einen Alchemical Stone? Wie hat man den nochmal gemacht? Alchemical Stone, das war Magicious. Oh. Ich will eigentlich nicht damit arbeiten. Weißt du was? Wir machen das anders. Hier drüben ist ja noch das. Warte mal. Ich hab hier. Alter, okay, da kommt ein Guiner ran. Jawohl. Machen wir mal so. Wenn man das hier pulverize, dann sollte man eigentlich noch die Farbe rausbekommen. Zu 5%, okay, dann nehme ich mal die Worte mit und bete. Ja, ist ja gut, mach weiter Rudelbumsen mit anfassen. Was? Okay, dann einmal. Problem erkannt. Komm, wir gehen jetzt einfach rüber in die Mining World, Ende. Komm, machen wir mal so. Das will ich nicht da haben. Ich will schon noch auf das Spiel achten. Mann, das ärgert mich jetzt. Aber hier waren. Jawohl, hier haben wir doch Blumen. Oh. Gut. Glorious? Okay, wo kommen wir auch raus? Rose Red. Das sollte eigentlich schon reichen. Lapis haben wir ja. Warum war es bei dir so schwierig, ne? Kann das mal einer erklären? Du da, erklär mir das mal. Genau du, der zuschaut. Oh Mann, da kommt ein Grinder ran, da kommt sowas von Grinder ran. Halt, bevor ich jetzt rübergehe, ich brauche noch, der Bohnenmehl, der Knochenmehl. So, wenn das fertig ist, dann können wir schon mal um den Rest kümmern. So. So. Was stimmt jetzt hier nicht? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Purple Dike. Wie krieg ich. Macht das Eindruck. Machen wir doch zuerst mal Purple Dike. So, und das andere hier, Lumpe. Das hier, das war. Ah, okay, das war zwei Rosenrot, ein Blau und ein Bondel. Der kann doch nicht mehr Farben mischen. Mach es doch besser. Ich glaube, das will sogar jeder besser machen als ich. Ich brauche noch eine Enderperle. Eine? Alter, das ist krass. Also, den Big Reactor machen wir heute auf jeden Fall fertig. Ah, okay, was heißt fertig? Zweifel irgendwie, dass wir den heute komplett fertig bekommen. Okay, das haben wir. Dann brauchen wir Burnt Quartz. Quartz haben wir noch hier. Was ich kann mal währenddessen hier so ein bisschen was erzählen. Ich schätze mal, einige werden ja bestimmt bekommen haben hier von Pokémon Uranium. Das Spiel, das 9 Jahre lang entwickelt wurde und nach gefühlten 2 Tagen von Nintendo. Ah, wo Nintendo Strich-Durch-Rechnung gemacht hat. Also, ich bin froh, dass ich einer der ersten war, der es sich gedownloadet hat. Ich bin ja, wie ihr schon wisst, ein Pokémon-Fan. So, Portetose, lass mir den. Das ist ein MC-Wert? Lol. Ja. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich einer der ersten bin, der sich das gedownloadet hatte. Komm, gehen wir ganz kurz rein zum Erstellen. Oh, FPS. Sie sind so wundervoll. Hast du was? Nö. Naja, hier machen wir dann die Felder hin. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass. Das ist jetzt zum dritten Mal. Ich bin froh, dass ich dann Essen war. Ja, wie ihr es schon gemerkt habt, ne, ich war froh und so weiter, auf jeden Fall. Ich habe das. Mit einem guten Freund zusammen haben wir das wirklich gleichzeitig gezockt in letzter Zeit. Und wir müssen sagen, wir können gut verstehen, dass das von Nintendo verboten wurde.
Wenn Nintendo alles falsch macht bei Pokémon-Spielen, ne? Ja, verbietet man mal schnell das? Moment, Moment. Also, okay. Verbietet man mal schnell das, was besser ist, als das, was man in den letzten 7 Jahren gemacht hat. Ja, also ich kann da wirklich nur sagen, Pokémon Uranium, super geiles, krasses Game. Storymäßig geil, musikmäßig geil. Was man machen könnte, ich habe das in meiner Dropbox gespeichert. Wer das gerne mal selbst spielen möchte, kann mich gerne mal anschreiben. Da kann man bestimmt mal was machen. Weil ich bin ehrlich, ich unterstütze nicht, dass Nintendo das Spiel verboten hat. Da sage ich ganz ehrlich, klar und öffentlich, ich liebe dieses Spiel. Habe auch eben schon mit den Entwicklern gesprochen. Also ich habe mit denen ein bisschen über Twitter geschrieben, also die sind super nett. Die haben sich auch erstmal herzlich bedankt, dass für das ganze Loop, was ich denen abgeschickt habe. Und ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Ich bin mit den Entwicklern da, wie gesagt, noch so ein bisschen gerade in Kontakt und es besteht die Möglichkeit, ein Pokémon Uranium Let's Play zu machen. Also die Möglichkeit besteht. Problem wird halt sein, das Spiel ist auf Englisch, da werde ich halt ein bisschen mit Übersetzungsarbeit arbeiten müssen. Aber das lässt sich dann schon alles regeln. Also wenn ich das Go von denen kriege, die werden sich jetzt mal informieren, ob Nintendo da irgendwie einmischen würde. Wenn ich von denen das Go kriegen würde, dann ist es soweit, dann heißt es, Dosh fängt ein neues Play an, aber ich werde da vorher auf jeden Fall noch Final Fantasy zu Ende hochladen. So, Reactor Casing. So, also, den Big Reactor. Ganz ehrlich, die Wand hier könnte man eigentlich komplett einreißen. Machen wir erstmal hier den Rahmen. Ja, perfekt. Machen wir erstmal so ein paar Rahmenbedingungen. Oh, ihr merkt schon, ich bin wieder super dabei. Ja, komm dann. Obwohl, komm, mach mal so. Ich war jetzt auch letzte Woche, war die Gamescom, war ich da. Ich habe auch eins meiner absoluten Vorbilder getroffen. Nein, kein Let's Player oder so. Ein Streamer. Problem, sei er ey. Ich meine, das ist ja schon bekannt, dass ich so ein bisschen mit dem mal ab und zu was gemacht habe. War ja schon hier zu Zeiten von Infinity Evolved so. Ja. Ich muss sagen, der Typ. Ja, der ist so super nett. Mit dem kannst du richtig locker reden. Erste Reaktion war natürlich wie immer richtig schön. Alter, wieso hast du nicht gesagt, dass du so groß bist? Ja, so ein Crazy, der weiß, wovon ich dann spreche. Ja. Aber kommen wir mal weiter. Gamescom. Also ich war am Donnerstag und Freitag da. Geplant war für mich eigentlich auch noch Samstag. Problem war, genau an da in der Woche hat sich eine Firma gemeldet für ein Vorstellungsgespräch und da habe ich nur gesagt, ja gut, muss ich die Gamescom halt an dem Tag ausfallen lassen. Habe ich noch wenigstens mein Ticket verkaufen können. Eine gute Freundin von mir wollte eh noch hingehen, hat aber kein Ticket, habe ich gesagt, ja komm, passt das halt. Ja. So, also, was habe ich da alles so an Spielen gesehen? Einiges. Also, ich habe erstmal Virtual Reality mäßig, also hier Oculus Rift und Konsorten, habe ich mal was getestet, ja einmal beim Sci-Fi stand, da gab es ja dieses, wie haben sie es genannt, interaktives Fernsehen war das irgendwie. Also das war relativ interessant, kann man sich so vorstellen, man spielt ein Spiel, aber es ist gleichzeitig eine Fernsehsendung. Das war echt mal interessant. So, ich muss auch so ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, dann einmal gab es da so einen wundervollen Stand, da konnte man einmal antesten, wie sich das anfühlt, so Achterbahn zu fahren.
War echt realistisch, muss ich sagen. Also, die haben da wirklich so noch mit Ventilatoren und so weiter gearbeitet. Also, so Schockmoment, dass es auf einmal so in Anführungszeichen schnell runtergeht, war gegeben. So. Dann, was ich bisher am besten fand, kann ich eigentlich drauf. FC. Nein, da kann ich drauf spawnen, super. Was ich halt super drauf fand, man konnte auch einmal antesten, so einen Fallschirmsprung. Haben sie auch super mit Ventilatoren gearbeitet. Ey, ich hab so Schiss gehabt, obwohl man weiß, dass man in einer Halle ist. Es kann einem an sich nichts passieren, aber man hat in dem Moment echt Angst. Ja, machen wir ein neues Graffiti. Neues Graffiti. Was? Ist ja kein Dynamite dabei. Ja, gut. Also, ich glaube nicht, dass der Reaktor heute noch fertig wird. Wenn doch, Respekt. Also, jetzt mit heute meine ich jetzt in dieser Folge. Nicht hier in der heutigen Aufnahme. Das wäre ein bisschen sehr krass, wenn der in der heutigen Aufnahme nicht fertig wird. Ich meine, im Notfall lasse ich wirklich auch nochmal hier schon mal so den Reaktor ein bisschen laufen, weil Kühlflüssigkeit, ich glaube, so aus Yellowright verschwenden, hier bitten momentan bitte wirklich. So, was haben wir noch in der Gamescom gesehen? Final Fantasy 15 habe ich mal angezockt. Ist nicht so ganz meins, bin ich ehrlich. Also, da fand ich hier 13 fand ich noch cool. 14 war ja das Online-Spiel, das haben wir da auch gespielt. Hab ein cooles Shirt bekommen. I beat Sephiroth. Also schon zwei Anläufe gebraucht. Also wir sind einmal beim ersten Anlauf sind wir gestorben. Hatten dann noch 5 Minuten für den komplett neuen Boss. Dann so mittendrin kommen so die Mitarbeiter da. Ja, können wir für euch rangehen, dann können wir vielleicht noch was gewinnen. Okay. Ah, nee, never mind. Okay, ihr habt verloren. War dann schon so ein, wie ich es mittlerweile nennen würde, so ein wundervoller Brr-Moment. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, war schon so ein komischer Moment. Ich hab da noch dann ein neues Melder, oder? Da könnte man nebenbei auch schon hier noch, oder? Ja. Okay. Also generell, wir brauchen generell nur Reaktor Casings, dann geht das klar. Wenn der Reaktor einmal dann steht, dann haben wir das, dann haben wir schon mal genug Energie. Können wir schon mal hier einen Reaktor Controller, da brauchen wir noch einen Diamanto und ein rotes Stein. Der Reactor Controller. Power Tab. Machen wir mal zwei Stück. Weil wir halt noch nicht die Kabel dafür haben. Okay. Machen wir mal so. Reactor Controller, dann hier Access Ports, ja. Dann machen wir nach den Ringen weiter. Ja, wie gesagt, Final Fantasy, zweiter Anlauf hat dann super geklappt. Vielleicht werde ich mir mal das Online-Game nochmal anschauen. Das sah relativ interessant aus. Aber naja, ich glaube, LP-mäßig werde ich da auf jeden Fall nichts machen. Hier nach der Pleite Wundervoll von Guild Wars habe ich gemerkt, okay. Einmal, nie wieder, hast versucht, hast verkackt. Das kann rüber. So. Wir brauchen Reaktor Glass würde ich gerne haben. Habe ich Glas hier? Habe ich noch Glas? 16, das ist nicht die Welt. Machen wir mal, was wir haben hier zu Reactor Glass.
Ja, Reaktor fertig. Okay. Ich bin mal echt gespannt, was das Monster-Teil hier abgerücken wird. Also es wird auf jeden Fall noch ein dickerer Reaktor geben, weil ich ja nochmal mit Turbinen arbeiten möchte. Da wollte ich aber mal mit dem Streetagger dann nochmal sprechen, ob wir das zusammen machen. Weil der hat schon mal so in seinem Leben, würde ich sagen, auch so als wäre der. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass er 1000 Jahre alt ist, aber es kommt schon nah ran. An dieser Stelle, hallo Klaus. So. Oh, ich weiß schon, wer. Ich weiß jetzt schon, was ich jetzt zu hören kriegen werde. So, machen wir jetzt aber schon mal ein bisschen dichter mit Reactor Glass. Wir sind doch schon bei 20 Minuten, das hatte ich befürchtet. Ja gut. Würde ich sagen, Gamescom Eskapaden gehen dann später weiter. Also für euch dann morgen, für mich in circa einer Minute. Plus, minus Ansage und so. Gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, muss ich noch sagen, schaut mal neben Street und beim lieben Bakerman mal vorbei, als nochmal das wundervolles Dankeschön. Also ganz ehrlich, ohne die beiden hätte das Projekt jetzt schon geendet. Weil, naja, das, was hier hinten abgeht, hatte ich überall normal, weil, naja, das hier wurde auf meinem PC gerendert, gearbeitet und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!